Steckbrief. Die Hexe Gundel Gaukelei ist die Femme Fatale in Entenhausen. Sie ist finster, geheimnisvoll und wahrscheinlich die mysteriöseste aller Enten. Ihre Markenzeichen? Ein verführerischer Blick, ein temperamentvoller Charakter und ein nicht gerade damenhaftes Auftreten. Entschuldigung, es ist mit mir durchgegangen. Das Temperament liegt Gundel im Blut, denn Gundel ist Italienerin. In den Comics lebt sie in der Nähe von Neapel an den Hängen des Vesuvs in einer kleinen Hütte. In der Serie Dark Tales hat sie ihre Hexenküche im Inneren eines Vulkans, der sogar ihr Konterfei zeigt. Hier hackt sie ihre gemeinen Zaubereien aus, immer mit dem einen, ihrem einzigen Ziel. Dagobert Ducks alten Kreuzer Nummer 1. Seit ihrem Debüt 1961 im Comic Der Midas-Effekt jagt Gundel Dagoberts Zehner Nummer 1 hinterher. Obwohl sie tausendfach gescheitert ist, versucht sie mit allen Mitteln ihr Ziel zu erreichen. Da gibt es ihre selbstentwickelte Bombastik-Buff-Bombe oder Gundels berühmte Gestaltwandlungszauber. Je nach Bedarf kann sie sich in Tiere verwandeln oder die Gestalt anderer Entenhausener annehmen. Will sich Gundel die Finger mal nicht schmutzig machen, lässt sie andere für sich arbeiten. Dann schließt sie sich mit den Panzerknackern zusammen. Wir kommen ins Geschäft. Abgemacht. Euch Panzerknacker verzauber ich hei in Dagoberts Neffen. 1, 2, 3. Oder sie verhext unschuldige Entenhausener wie Gustav Gans, um sie für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Gustav Gans, der dumme Brave, sei mein willenloser Sklave. Nö. Gundel Gaukeleis wichtigste Utensilien, ihr Besen aus Hirsestroh, für ihre Flüge zwischen Italien und Entenhausen und ihre legendäre Handtasche, aus der sie die unglaublichsten Dinge hervorholt. In der Serie DuckTales immer an Gundels Seite ihr treuer, wenn auch ziemlich schlecht behandelter Gefährte, der Rabe Poe. Er ist Gundels helfende Hand, ihre Gedächtnisstütze und Gundels verzauberter Bruder. Es heißt, dass Gundel auch mit Vampiren verwandt ist. Indizien dafür wären ihre Abneigung gegen Knoblauch und ihr gestörtes Verhältnis zu Spiegeln. Trotzdem ist sich Gundel sicher, eines Tages wird dieser Glückstaler mir gehören.